Hallo zusammen, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um SLA-Druck oder besser gesagt um einen Prozess, was das ich mache, damit ich nicht überall dieses hässliche Harz hinkriege und wie ich meine Objekte reinige und dann aushärte mit UV-Licht. Dieses Video ist quasi Bestandteil zu meinem Blogbeitrag auf meiner Homepage oxy.ca über mein letztes großes Projekt, den Bau einer Cheops-Pyramide aus der Serie und den Film Stargate SG-1. Wie ihr vorhin gesehen habt, habe ich da ein bisschen gekleckert und nun hat es Harz auf meinem Drucker und ich verbringe da einige Zeit mit Putzen, seht ihr ja jetzt gerade. Da das Harz Hautreizungen verursachen kann, wenn ihr diese Allergie einmal entwickelt habt, werdet ihr die nie mehr los, ist es stark zu empfehlen, immer die entsprechenden Schutzmaßnahmen zu treffen. Ich verwende dafür zur Sicherheit immer nur Nitrilhandschuhe und nicht Latex oder Silikon, da die viel dünner sind als die aus Nitril. Ich habe jetzt die UV-Schutzdeckel auf beide Geräte aufgemacht und wie ihr seht, dreht auf dem linken Gerät jetzt dieses Teller mit den letzten gedruckten Teilen drauf. Das ist UV-Licht und die 2 Minuten, die ich da im Schnelldurchlauf drehen lasse, härten nun die Objekte fertig durch. Solange die noch nicht ganz fertig gehärtet sind, könnt ihr mit dem Fingernagel oder so eine Delle reindrücken. Und so lange fasse ich die auch nicht ohne Handschuhe an. Wie ihr nun seht, sind die links fertig und ich kann die so stehen lassen. Ich habe nur den Deckel weggemacht, der ist mir jeweils ein bisschen im Weg, so komme ich besser zu beiden Geräten. Beim Drucker, das rechte Gerät, habe ich in der Zwischenzeit oder die Zeit genutzt, dass das Harz da ein bisschen besser abtropfen kann. Deswegen habe ich es auch am Anfang des Videos mit diesem Adapter quasi schräg hingehängt, so dass möglichst viel Harz abtropft und in die Vat, so nennt sich die Schale, wo das Harz drin ist, wieder zurückfließen kann. Das ist wiederverwendbar und somit wäre das ein bisschen schade, einfach mal grundsätzlich all dieses Material wegzuwerfen, also wegzuwaschen, nicht mehr brauchen zu können. Währenddem ich darauf warte, dass der Rest Harz da abläuft, vielleicht eine kurze Erklärung. Vorne dran in diesem durchsichtigen Plastikbehälter befindet sich IPA, Reinigungsalkohol, welches sehr gut ist, um die verschiedenen Harzvarianten, die es für SLA 3D-Druck gibt, wegzuwaschen. Das kann quasi dieses Harz auflösen. Es befindet sich immer noch im IPA drin und wird auch nicht wieder richtig sauber, aber es reinigt halt die Objekte von allem übrig gebliebenen Material. Damit die richtig sauber werden, schwenke ich die Objekte jeweils im IPA und ich empfehle sie nicht zu lange einzuweichen. Es gibt Objekte, wenn die hohl sind oder so, einweichen manchmal etwas hilft und das nicht grundsätzlich schlecht ist, aber wenn ihr das zu lange drin lässt, kann sich das schlecht auf die Oberflächenbeschaffenheit auswirken. Und die können sich gerade weiße Objekte in anderen Harzen können sich verfärben, wenn sie zu lange in IPA gebadet werden. Nicht, dass das bei solchen kurzen Zeiten passiert, dann müsst ihr das schon 20 Minuten oder so drin liegen lassen. Aber ich empfehle euch, das nicht zu lange zu machen. Auch das IPA lasse ich wieder abfließen, zurück in die Schale. Man sieht das hier im Video schlecht, aber da ist viel weniger Harz jetzt drauf. Vorher hatte das über dem ganzen Objekt war eine dünne Schicht Harz und die ist jetzt weggewaschen. Wenn es nicht geht, manchmal hat es Kerben oder etwas, wo das nicht so gut rausgeht, wenn man es bewegt im Behälter, dann kann man also gut auch mit einer Zahnbürste oder so das noch zusätzlich rauswaschen. Nicht zu fest drücken, dass sie da nicht Kratzer reinmacht, aber das funktioniert also auch wirklich sehr gut. Diese Objekte sind jetzt fertig und ich packe die weg, so dass es Platz hat im Härtungsgerät. Für diese eine Paneele, die war etwas größer, da habe ich nicht 4 auf die Platte gebracht, deswegen ist es nur eine einzelne, damit die dann da gehärtet werden kann. In der Zwischenzeit verdunstet dieser Reinigungsalkohol.
Das Verdunsten dauert jedoch meist länger, als man das annimmt. Manchmal kann man auch noch mit einem Papiertuch oder so das ein bisschen abtupfen und nachhelfen. Aber ich habe mir wirklich angewöhnt, die Teile sehr gut trocknen zu lassen. Denn wenn ihr die fertigen Teile in den Härter packt und da noch Alkohol drauf ist, dann wird die Oberfläche, da wo da noch ein bisschen dran ist, nie wirklich schön. Sie bleibt glänzend, sie sieht immer aus wie feucht, auch wenn es nicht wirklich Feuchtigkeit ist. Und die Oberfläche wird da nie so richtig hart. Es klebt so ein bisschen und das ist komisch. Ich habe da schlechte Erfahrungen gemacht. Deswegen gebe ich mir wirklich ganz viel Mühe, quasi die immer gut trocknen zu lassen. Das ist ja auch kein Problem. Das Objekt ist so fertig. Es ist nur eine Frage der Zeit. Es muss noch gehärtet werden, bevor ich es anfasse, ohne Handschuhe und so weiter. Aber dem passiert nichts. Also noch wenn jetzt durchs Fenster die Sonne reinscheinen würde oder so, dann wird es halt einfach von der Sonne gehärtet. Aber das macht dem nichts. Deswegen waren auch die vier Paneele, die wir vorhin noch gesehen haben, waren noch da drauf. Und ich habe direkt beim Beginn diese härten lassen, denn die waren da während der ganzen Zeit, dass dieses Panel, das wir jetzt sehen, gedruckt wurde. Und das wird jetzt auch, werde ich jetzt wieder genau gleich machen. Wie ihr seht, habe ich den Federstahl wieder zurückgemacht, das Druckbett, wenn man dem so sagen will, für den SLA-Drucker. Das kam nicht mit dem Druck, das habe ich nachgerüstet. Das ist eine Magnetschicht, die man anklebt am Drucker und dann klappt von unten diese Metallschicht dran. Das war eine wirklich gute Anschaffung. Ich bin enorm zufrieden damit, denn ich kann viel unkomplizierter die Modelle wegnehmen und kann die direkt mit der Platte in den Reinigungsalkohol eintunken und da richtig gut waschen. Vorher, also so wie das von Haus aus kommt, muss man den ganzen Klotz mit dieser Schraube und dem Metallteil, das jetzt da runterfährt, das habt ihr dann alles noch am Druckobjekt dran und das Abnehmen ist komplizierter. Die Metallplatte könnt ihr durchbiegen, gewisse Teile lösen sich von selbst oder die kommt auf jeden Fall besser mit dem Spachtel drunter. Das kann ich jedem nur empfehlen. Vielleicht noch ganz kurz zum Gestank. Die SLA-Drucker stinken, wenn das Harz härtet. Das ist ganz normal, aber die modernen Harze sind viel besser geworden. Sie stinken viel weniger als früher und deswegen habe ich nicht mehr immer die Maske an. Wie ihr hört oder vielleicht hört, ist das Fenster offen und das reicht eigentlich, dass es nicht stark stinkt. Würde ich jetzt das Fenster nicht öffnen können, dann hätte ich die Maske an. Was wirklich stinkt, ist der Reinigungsalkohol. Der ist viel stärker und da, wenn ich reinige und so weiter, habe ich quasi immer die Maske an. Hier seht ihr noch kurz das fertige Resultat und wie ich das verräume. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video war informativ oder interessant. Und wie immer, Kommentare und so weiter beantworte ich sehr gerne. Und ja, viel Spaß.